Das nutzen wir gleich, um hier so ein Stück hochzubauen. Hier so quer rüber. Ja, warte mal, ich will das Gleichmacher-Tool haben. Danke. Das Gleichmacher-Tool. Na gut, hier könnte man eigentlich auch wieder sich eine Talbrücke gönnen. Für eine S-Bahn ist die Strecke schon lang, muss ich sagen. Wo sind sie denn überhaupt hier unterwegs? Da, da und da. Ja gut, einen gewissen Takt haben sie jetzt. Ach, ich baue einfach hier geradeaus weiter und dann müssen wir mal gucken, wie wir das dort unten ankellen. Hier kann man sich immer einen Tunnel durch gönnen. Hier an dem, was ist das, ein Hochofen, eine Zinkhütte, vorbei, gerade auf den Fluss zu, wo wir eine Brücke drüber bauen. Gab es nicht diese Magical-Brücke, welche Länge brauchte die denn? 13? 12?15 16. Hä? Wie viel brauchte die denn? Wie heißt das GAF? Und Bridges. Ja, das will ich jetzt wissen, welche Länge das war. Die hat wir doch schon mal ein paar Mal gebaut. Oder geht das nie, wenn das aus einer Kante da kommt? Ach, 7 brauchte die. Okay. Kriegen wir das dorthin, 7? Nee. Ach, schade. So, hier mache ich so. Und damit dort dieses kleine Flussstück ausgeglichen wird, machen wir einfach hier das dort dran. Genau, geradeaus und dann irgendwie, na gut, so ein bisschen schräg rüber geht hier schlecht wegen diesen ganzen Flüssen. Gut, man kann das zumindest teilweise machen. Jawohl, nee, so passt das. Ich jetzt sage, ich mache hier so ein kleines Plateau. Ach, hier mal eine 7er Brücke. Zack. Eine 7er Länge. Dann bauen wir natürlich die Brücke gleich mal. Die Miracle Bridge. Na gut, hat zwar eine 128er Speed Limit, aber
Das ist ausnahmsweise mal. Wobei wahrscheinlich theoretisch könnte man das auch. So, kann man halt keine Parameter zum Setzen. Was denn für eine Pedestrian Zone? Sicher gar nicht Pedestrian Zone. Nehmen wir das mal schnell wieder raus. Nicht, dass da irgendwie ach, jetzt noch. Ich sehe es trotzdem nicht. Raus. Nicht, dass wir dann noch irgendwie hier crashen. Oh, da baue ich vorbei. So. Gut, die kriegen wir das Depot hier. Ah ne, doch. Das sah aus der Perspektive so ein bisschen aus, als hätte noch was gefehlt. Ne, hier passt's. Gut, hier hinten jetzt ein Depot. Ja. Kann man machen. Die können zwar hier von dem Gleis nicht ins Depot, aber von den anderen beiden. Und ich denke mal, das ist dann in Ordnung. So, jetzt können wir auch hier die Strecke in Betrieb nehmen. Jetzt nehmen wir da was anderes. Nehmen wir mal den hier. Obwohl, wie viele gehen denn hier rein an Passagieren? Der kann 202. Der kann 234. Ich finde das lustig, dass der weniger Passagiere als der kann, obwohl der kleiner ist. Beziehungsweise größer. So, Abfahrt. Hat man hier oben die Anbindung. Achso, was ist die Frage? Was machen wir mit Glaurus? Die haben schon den Hafen. Ach, die haben schon eine Verbindung nach Ditikon. Ah, okay. So, wie was? Wo wollten wir jetzt noch irgendwas machen? Das habe ich jetzt schon vergessen. Irgendwo wollten wir doch noch. Ach so, ja, ich glaube, das war hier bei Basel irgendwie. Ach so, die sind hier hinten noch gar nicht angekommen. Die müssen erstmal hier alles so. Aber wie gesagt, das wäre cool, wenn die bis hier hinten in der Landspitze dann irgendwie Häuser hätten. Die Frage ist, ob das Sinn macht, da jetzt schon eine Straße hinzubauen. Barre hat auch nicht wirklich Platz, sich zu erweitern. Na gut, man könnte irgendwie noch hier rüber auf die Insel. Da können wir so ein bisschen. Achso, warte mal.
Mal so ein bisschen nachhelfen. Na, so aber nicht. So hier haben wir das gedacht. Genau. Aber irgendwo hatte ich doch vorhin, wo ich dann gesagt habe, ach, wir bauen erstmal Dings weiter. Und hier ist auch ganz schön was los. Ja, die werden bald hier zu viert, die Städte. Aber irgendwie wäre das auch eine coole Sache, wenn die zusammen Burgdorf hier, ha, die haben auch nicht wirklich was. Na gut, den könnten wir noch hier rüber auf die Insel was bauen. Hier runter. Wohnraum heißt begehrt hier. Das ist sozusagen das Hawaii des OpenTDD-LPs, wenn man das so will. So, aber naja, gut, eine Stunde aufgenommen, das reicht. Dann mache ich, keine Ahnung, viermal 15 Minuten oder so draus. Wir haben hier oben bloß die Anbindung, die Anbindung geschafft, aber es sollte ja wirklich nur ein paar Folgen werden, einfach sozusagen als Puffer. So, naja, gut, dann bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. In der nächsten Folge müssen wir mal gucken, dass wir hier weiterbauen, dass wir dann endlich mal das Personennetz fertig haben. Und ja, hier ist auch vielleicht immer blöd. Staus sind aktuell keine. Dann bedanke ich mich einfach fürs Zuschauen. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.